hochwürdigster Herr Kardinal, mein verehrter Vorgänger Erzbischof Lorenz Jäger hat am 18. September 1961 das Seligsprechungsverfahren für die Dienerin Gottes Maria Theresia Bonzel, die Gründerin der Kongregation der armen Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung zu Olpe, eröffnet. Nachdem im Jahr 2001 die Heilung eines kleinen Jungen in der Diözese Colorado Springs in den USA als Wunder auf die Fürsprache der Dienerin Gottes anerkannt wurde, hat Papst Franziskus am 27. März 2013 das Dekret zu ihrer Seligsprechung unterzeichnet. Der Prozess wurde von vielen Gläubigen, insbesondere von den Olper Franziskanerinnen, im Gebet begleitet. Ich bitte Sie nun, im Namen aller, die diesen Tag mit großer Freude ersehnt haben und von denen viele heute hier im Hohen Dom versammelt sind, das apostolische Schreiben zu verlesen. Maria Theresia Bonzel wurde am 17. September 1830 in Olpe geboren und kurze Zeit später auf den Namen Regina Wilhelmine Christine getauft. Doch wurde sie allgemein nur Aline gerufen. Schon früh hatte sie den Wunsch, sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen, ein Vorhaben, das am Widerstand der Mutter zunächst scheiterte. Im Jahr 1850 wurde sie Mitglied bei den Franziskaner-Tertiaren und legte das Versprechen ab, sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen. 1859 lernte sie durch ihre Freundin Regina Löser, Schwester Clara Fender, kennen, die eine neue franziskanische Gemeinschaft gründen wollte. Der Paderborner Bischof Konrad Martin hatte bereits dazu die Erlaubnis erteilt. Aline war sich zunächst nicht sicher, ob sie sich einer neu entstehenden Ordensgemeinschaft anschließen sollte. Schließlich aber gab sie dem Drängen Regina Lösers nach, weil sie der Gedanke an eine franziskanische Gemeinschaft reizte. Sie fuhren gemeinsam nach Aachen zu Mutter Franziska Schervier, die wenige Jahre zuvor die Ordensgemeinschaft der armen Schwestern vom heiligen Franziskus gegründet hatte. Von ihr erhielten sie viele Ratschläge zur Gründung eines eigenen Ordens und wurden ermutigt, diesen Weg weiter zu beschreiten. Nach Olpe zurückgekehrt, bezogen sie eine Wohnung, die die Mutter von Aline Bonzel hergerichtet hatte. Schwester Clara Fender erhielt den Auftrag, die Verantwortung für die junge Gemeinschaft zu übernehmen und deren Statuten zu schreiben. Nach deren Bestätigung durch Bischof Konrad Martin konnte 1860 die erste Einkleidung stattfinden, bei der Regina Löser den Namen Schwester Antonia und Aline Bonzel den Namen Schwester Maria Theresia erhielt. Außer ihnen wurden noch 6 weitere junge Frauen eingekleidet. Sie wollten Gott die Ehre geben in der eucharistischen Anbetung und den Menschen dienen. Dabei vor allem die vielen Waisen oder in Armut lebenden Kinder betreuen und fördern. Ein besonderes Anliegen war es ihnen, gerade auch Mädchen, eine ordentliche Schulbildung zu ermöglichen und überall dort zu helfen, wo ihre Hilfe nötig und möglich war. Die junge Gemeinschaft wuchs und da in Olpe eine zweite Ordensgemeinschaft tätig war, wurde darauf gedrängt, das Mutterhaus zu verlegen.
Zunächst wollte Mutter Clara nicht darauf reagieren, doch schließlich sah sie keinen anderen Ausweg. Sie kauften ein Haus in Salzkotten und verlegten zu Ostern 1863 das Mutterhaus dorthin. In Olpe blieb Schwester Maria Theresia mit 5 weiteren Schwestern zurück. Die beiden Gruppen lebten sich aufgrund der weiten Entfernung auseinander. Es kam zu Verunsicherungen und Missverständnissen. Schließlich trennte der Paderborner Bischof Konrad Martin im Juli 1863 beide Gruppen per Dekret. Darin wurde festgelegt, dass beide Gemeinschaften nun selbstständig und voneinander unabhängig sein sollten. Seitdem gibt es die Salzkottener und die Olper Franziskanerinnen, die beide zu großen Gemeinschaften wurden, die unendlich viel Gutes in Deutschland und weltweit geleistet haben. Schwester Maria Theresia wurde vom Bischof als Obere bestätigt und bekam den Auftrag, für die Olper Gemeinschaft neue Statuten zu entwerfen. Nach einigem Zögern sagte sie: Gott, du hast mich hierher gestellt, nun hilf mir auch, dass ich das kann. Die Ordensgemeinschaft wuchs beständig weiter. Viele Olper-Familien baten um Hilfe und Unterstützung und auch die Zahl der in Not geratenen Kinder stieg beständig. Viele Probleme traten auf. Doch Mutter Maria Theresia ging ihren Weg. Sie wusste sich geliebt und getragen. Und die Worte, alles wie Gott es will, er führt, ich gehe, sind wie ein Spiegelbild ihres unerschütterlichen Gottvertrauens. Neue Herausforderungen brachten der deutsch-französische Krieg 1870-71 und die sich anschließende Typhusepidemie von 1872 mit sich. Bereits in dieser Zeit waren erste Zeichen des beginnenden Kulturkampfes sichtbar. Die Maigesetze von 1873 und die Klostergesetze 2 Jahre später verboten den Schwestern die Erziehungsarbeit und auch die Aufnahme neuer Mitglieder. Mutter Maria Theresia stellte sich diesen Herausforderungen in dem Bewusstsein und aus ihrem tiefen Glauben heraus, dass Gott auf jeden Fall mitgeht und die nötige Kraft auch gibt. Die Arbeit der Schwestern beschränkte sich nicht lange nur auf Olpe und auch nicht nur auf Deutschland. Aufgrund der Klostergesetze 1875 entsandte Mutter Maria Theresia noch im gleichen Jahr 6 Schwestern in die Vereinigten Staaten. Selbst in die USA, um dort den
der ihnen die Krankenpflege erlaubt hatte, war inzwischen verstorben. Sein Nachfolger, Franz Kaspar Drobe, erließ dann auch bald die Anweisung, in Olpe keine Krankenpflege mehr zu leisten, sondern nur noch in den umliegenden Dörfern. Und das war eine niederschmetternde Entscheidung. Mutter Maria Theresia überlegte daraufhin, das Mutterhaus nach Mülheim an der Möhne zu verlegen. Dazu kam es jedoch nicht. Sie verlegte lediglich das Noviziat dorthin in den Jahren von 1885 bis 95. Dort wurden 600 junge Frauen auf das Ordensleben vorbereitet. 600 Novizinnen in 10 Jahren. Mutter Maria Theresia war Zeit ihres Lebens nie ganz gesund. Und es wurde ihr immer wichtiger, einen Weg zu finden, wie sie für ihre Gemeinschaft mehr Sicherheit für die Zukunft schaffen könne. Aus dieser Überlegung heraus gründete sie 1902 die gemeinnützige Gesellschaft für Krankenpflege und Kindererziehung in Olpe als zivilrechtliche Absicherung. Hier liegt der Beginn der heutigen GFO, der gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerin zu Olpe, wie wir eben vorher schon mal gehört haben. Als Mutter Maria Theresia Bonzel am 6. Februar 1905 starb, hatte sie in Deutschland ein Werk mit mehr als 70 Einrichtungen geschaffen. 60 weitere gab es in den USA mit insgesamt mehr als 1500 Schwestern. Die Trauer war groß, aber ebenso der Wille, ihr Werk in ihrem Sinne weiterzuführen. Das ist auch heute noch der Wunsch der Schwester. Und wir sind froh, dass wir in der Maria Theresia Bonzel Stiftung viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die ihr Möglichstes tun, um dieses Anliegen zu verwirklichen.